So. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich hoffe es einfach mal. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Stream. Movies auf Internet. Und ja, heute zeige ich euch einen Trick, wie man kostenlos Drip-Sachen, Tier-Paket-Sachen etc. bekommt. Und eigentlich kann das jeder machen und dafür stelle ich dann gleich noch einen neuen Account, damit ihr seht, dass es auch wirklich geht. Und ja. Ja, dann hört man mich nicht mehr, weil du so laut bist. Du bist aber so laut. Doch. Oh. So. Handy, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es ist eher unwahrscheinlich, weil man die beiden Seiten halt gleichzeitig aufhaben muss, deswegen sollte man es eher am PC machen. Ich warte noch auf ein paar Zuschauer und dann fange ich an. In der Zeit könnt ihr ruhig Fragen stellen und so weiter. Nachrichten. Hast du Alpha-Konsole, die so ein Backless-Mod oder Bugs-Mod-Ding heißt? Sonst würdest du ja mal das Unreal-MMR sehen. Nee, du hast gerade 1734, ich bin bei 2100. Schon drei Zuschauer. Ich beginne gleich damit. Ich werde noch warten, bis ein paar dazukommen, falls man Fragen hat oder so. Dann kann ich die auch beantworten. Und ich wundere, wer da so laut labert. Das ist mein Freund. Da kann ich leider nichts dran machen. Der hört sich halt einfach null. Deswegen labert er so richtig laut. So. Und ich werde euch auch die Vorteile und Nachteile an diesen, keine Ahnung, Bug, Cheat, Glitch nennen. Und ja. An alle, die zuschauen, erstmal hallo. Und ich hoffe, dieses Video hilft euch ein etwas weiter.
So, ich erstelle schon mal einen neuen Account. Dann fange ich mal an. Ich habe mal die. Hallo an die vier, die zuschauen. Ich erstelle jetzt erstmal schnell einen Account. Und ja, dann geht's los. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Live-Chat schreiben. Ich sehe alles. Geht das auf Handy? Das hat schon jemand gefragt. Das weiß ich leider nicht genau, aber ich bezweifle es, weil die Begründung ist, man muss beide Profile gleichzeitig offen haben. Also erstmal, man braucht zwei Profile. Und man muss beide Profile gleichzeitig offen haben. Ja, den Rest erkläre ich dann gleich. Deswegen, ich weiß nicht, ob das auf Handy geht. Das kann sein, aber ich glaube es halt nicht. Die Augen, ne? Die stören mich irgendwie. Wieso sind die so hässlich? Nehme ich einfach die. So. Kannst du mir Drip geben? Ich habe keinen Drip. Also ich habe zwar wirklich Drips, aber die verschenke ich nicht, weil ich die selber geschenkt bekommen habe. Und das wäre unfair. Deswegen. Tut mir leid. Aber ich zeige euch einen Trick, dann könnt ihr euch selber Drip holen. Ganz einfach. Ja, ich erstelle jetzt extra einen neuen Account, damit man sieht, dass es funktioniert und dass ich halt nicht betrüge, dass ich die Sachen schon hatte oder keine Ahnung. Ja. So, ihr seht, es ist neu erstellt. So. Und den Account, den verschenke ich dann halt auch, weil ich brauche ihn halt einfach nicht. Ich habe viele. So. Ihr müsst mit eurem zweiten Profil halt miteinander, ihr müsst mit den beiden Profilen halt miteinander befreundet sein. Deswegen schicke ich mir mal schnell eine Freundschaftsanfrage.
So Schönheits geschrieben. So. Auf geht's. Hopp, hopp. Reuters Anfrage. So. Seht ihr hier? Freundschaftsanfrage? Ich hoffe, das bin ich. Ja, es tut mir leid, dass das so lange dauert. Ah, ne, das bin ich nicht. Ist auch nicht. Ach, da. Ah, ist das so. So, jetzt sind wir miteinander befreundet. Der nächste Schritt ist, ihr stellt einen Look. Also, ich gehe dann immer auf Highscores, weil ihr wollt ja garantiert Rare oder keine Ahnung. Oder ihr geht auf Movietown erstmal. Artbook. Und wenn ihr nach was Bestimmten sucht, dann geht er drauf. Trip. Okay. Ich gebe erstmal Haare ein. Vielleicht ist dann gleich auch was anderes mit bei. Trip, Kleid und Haare irgendwie. Also allgemein Trip-Sachen. Das sind die Schuhe. Auf jeden Fall sucht ihr euch dann einen aus von dem Artbook. Und hofft halt, dass derjenige die Sachen noch hat. So. Nee, Haare nicht. Trip-Set. Das fragt mich eigentlich, wie ich... andere gefunden habe, weil ich habe das ja schon mal gemacht mit Dripkleid und also das komplette Set halt. Ich habe eine Idee. Da ich das schon gemacht habe, ist das gut mit dem Profil. Dann gehe ich hier rauf. Zum Schauen für einen neuen Look, weil sonst komme ich da nicht rauf. Ich werde euch dann auch die Vor- und Nachteile daran nennen. Also was die Vorteile und Nachteile sind an diesem Glitch. Und ja. So. Ich möchte jetzt auf diesen Account ein Trip-Set. Und das habe ich von der Anna. Weil die hatte das. Dann geht ihr auf das Profil. Je nachdem, wer die Sachen hat, die ihr wollt. Irgendwie öffnet sich das Profil nicht, weil man so halt die Sachen kostenlos kriegt. Ihr könnt auf ein beliebiges Profil und euch einen Look aussuchen, den ihr haben wollt. Und das ist halt kostenlos. Das erkläre ich auch jetzt. Also, bitte geduldig sein. Danke. So, das ist die Liebe, die die Sachen hat. Wartet ihr, bis es geladen hat. Macht sie nackig. Also zieht sie erstmal aus. So. Sie hat halt die schönen Drip-Sachen. Ich mag das Drip-Kleid persönlich echt gerne. Ich wollte das halt so gerne haben, aber irgendwie gibt das halt keiner weg oder man kriegt das halt einfach nicht. So, dann nimmt ihr die Sachen, die ihr haben wollt. Drip-Kleid. Drip-Schuhe. Ich hoffe, sie hat die Drip-Haare noch. Ja, hat sie. Okay. Sie hat auch keine andere Farbe. Das ist ein bisschen doof, weil ich mag das halt gerne einheitlich, aber ist egal. So, dann sucht ihr halt noch Accessoires, die ihr haben wollt. Von derjenigen. Ach
Ach Quatsch, das wollte ich auch gar nicht. So, das wollte ich. Die Wimpern. Hi, Jaden. So. Ich weiß nicht, ob das mit Jungs-Accounts auch funktioniert. Deswegen erstelle ich mir einfach gleich einen Jungs-Account. Und probiere es damit auch mal. So, jetzt geht er auf OK. Gibt irgendeinen random Namen ein. Das ist eigentlich vollkommen egal. So. Okay. Kommt halt einfach nur Hashtag raus. Sorry. Bin etwas heiser. So, das ist jetzt fertig. Einlösen. Fertig. So, jetzt seht ihr. Hier. Ah, scheiße. Scheiß Level. Oh Mann. Ach, jetzt darf ich den nochmal neu erstellen. Wie gesagt, auf Handy, das weiß ich nicht genau. Das kann ich halt schlecht sagen. Oh nein. Ah, einen Moment bitte, ich mach das nochmal schnell fertig. Erklärt habe ich das ja schon. Ich hoffe, sie geht jetzt nicht noch ein Level höher, weil das nervt echt. So. So, weg. Erstmal alles weg. So. Ich weiß ja, was ich alles haben möchte. Wähle ich das halt nochmal aus. So. Haare. So, Look erstellt. Bitte nicht Level up, bitte nicht Level up, bitte nicht Level up. Oh. Okay, gut. Na, dann geht ihr darauf. Also es wird euch auf dem anderen Profil halt angezeigt, dass ich einen Look erstellt habe. Dann klickt ihr darauf. Eröffnet sich diese Seite. Wichtig ist, dass ihr alles zu Ende laden lässt, sonst funktioniert es halt nicht. Das heißt, egal wie lange es dauert, ihr müsst halt geduldig sein. Ich hoffe, es lädt jetzt mal. So. Seht ihr, Look hat geladen. Den müsst ihr einfach nur mit dem anderen Profil liken. Also wichtig, ihr klickt auf dieses Bild. Like den denn. Ja, okay. Dann seht ihr hier unten, dass ich das geliked habe. Da klickt ihr dann auch nochmal rauf. So. Wie gesagt, zu Ende laden lassen. Ich finde das schön, wie das lädt. Echt wunderbar. Ich lasse es einfach nochmal. Ah,
komm schon. Nicht jetzt, wo ich das vorzeigen will, bitte. Das hat doch die ganze Zeit funktioniert. Ach, Lad. In der Zeit könnt ihr ja schon mal Fragen stellen zu dem Thema. Aber irgendwie... Ich versuche das jetzt nochmal. So. Irgendwie lädt der Look gerade nicht. Ich weiß nicht wieso. Danke. Irgendwie lädt er nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich versuche das jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann muss ich das halt nochmal machen. Mit einem anderen Look, keine Ahnung. Nee. Komm schon. Ja. Da steht jetzt kaufen. Jetzt muss... Ja, genau. So muss das aussehen. Da steht halt dann... kaufen, dass das einmal geliked wurde. Genauso muss das aussehen. Den geht ja auf neuen Look schaffen. Lass das alles laden. Auch die Figur, alles halt einfach. So. Ihr seht, alles geladen. Wartet. So. Dann brecht ihr es ab. Und jetzt steht hier unten tragen. Ganz einfach. Fertig ist es. Ihr geht auf tragen und habt den Look. Und leider geht es weg, wenn ihr euch ausloggt, aber um das zu verhindern, dass der ganz und gar weggeht, geht ihr auf Looks, neuen Look schaffen. So, ihr wartet, bis es geladen hat. Dann fügt ihr halt irgendwas zu, was halt völlig random ist, was... aber nicht den Look zerstört, also die Sachen wegmacht. Macht es dann wieder weg. Geht auf OK. Speichert den Look. So. Und ihr habt die Drip-Sachen. Tada. ich kann das gerne mit einem Jungs-Account machen. Ich wollte euch aber noch zeigen, wie das ist, wenn man sich ausloggt. Ich hoffe, ich merke mir jetzt den Namen, weil sonst kommt ihr mal rein. Ich hoffe, einer von euch merkt sich den, falls ich es vergesse. So, jetzt habt ihr euch ausgeloggt. Das ist halt mein einziges Problemchen daran, aber es ist halt ein Glitch, das ist normal, dass es halt nicht die ganze Zeit überbleibt. Das heißt, ihr müsst es zwar wieder neu auskennen, aber ihr habt die Sachen, auch wenn ihr sie nicht habt. So. Ich mach das denn auch gleich mit dem Jungs-Account. Ich bin ehrlich, ich habe das zwar nicht mit dem Jungs-Account gemacht. Ja. Vielleicht kann ich mir voll einen coolen Checker-Outfit holen. So. Ihr seht, es ist nicht mehr da. Ihr habt ja gesehen, dass es da war. Aber wartet einen Moment. Nein, will ich nicht. Geh weg. Ihr geht auf Kleiderschrank. Auf Lux. Und tada! Er ist wieder da. Ihr habt einfach Drip-Haare, Drip-Kleid, keine Ahnung.
Und genau dasselbe habe ich halt bei mir gemacht, mit sämtlichen Outfits, die ich halt haben wollte. Und ich hole mir noch ein paar, solange das noch geht. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch bleibt. Deswegen sollten das echt viele erstmal ausnutzen. Ja, ich versuche das jetzt mal mit dem Jungs-Account. Da melde ich mich erstmal ab. Ich hoffe, ich kann mich noch anmelden bei meinem alten Account. So. Das ist falsch. Auch. Erstmal gucken, ob der Account überhaupt noch existiert. Ich hoffe. Wenn nicht, dann muss ich mir einfach einen neuen. Weiß sie da, wo du den Look gemacht hast? Also das Girl, die diesen Look mit Drip hatte. Das zeige ich auch gleich nochmal. Da musst du noch ein bisschen dranbleiben. Jetzt versuche ich das erstmal bei Jungs. Passwort ist immer das Schlimmste. Nein. Ach, komm schon. So, mein Lieblingsaccount. Bitte, bitte, bitte. So. Es geht. Oh, der Account ist echt alt. Vielleicht kann ich ihn etwas cooler machen mit diesem Trick. Nein, möchte ich nicht. Ich bin arm. So, ich mache jetzt nochmal von meinem Freund eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich werde das Video wie immer oben lassen, so dass man sich das immer wieder angucken kann, falls man irgendwelche Schritte vergisst oder keine Ahnung, einfach nicht mehr weiter weiß. Kann man es einfach nochmal nachgucken. So. Wichtig ist, da wo ihr den Look haben wollt, mit dem Account erstellt ihr auch. Wollte ich nur mal sagen. Komm schon. Hallo. Hoho. Ah, okay. Nein, jetzt habe ich neu geladen. Ah, schön hell. So. Jetzt probiere ich das mit dem Jungen aus. Das ist der Account von meinem Freund. Jetzt
schicke ich mal meinen Account. Genau, ich suche mir das neue Dia-Paket. Einen Typen, der das hat. Ich hoffe, irgendein Typ hat das. Mal gucken. Ah ja, Freundschaftsanfrage. Ja, ich war gerade. Ich hatte gerade einen Hänger. Tut mir leid. Okay. Da ist er ja. 50, 6, 6, 7, 1. Was ist das? Das ist ja voll hässlich. So. Wie gesagt, hier erstellen, wo ihr den haben wollt. Shopping. Ah, mal gucken, ob der den hat. Nein, anscheinend nicht. Mies. Mies, mies. Dann gehe ich mal auf Artbook. Diese Idioten, die schwimmen beide auf. Das will ich ja gar nicht. Ich will das andere Dia-Paket, Jungs. Dia-Paket. Das neue haben. Anscheinend hat es keiner. Dann muss ich einfach nur noch. Schade, ich hätte das neue Dia-Paket irgendwie nicht finde von für Jungs. Ich kenne jetzt auch keinen, der es hat. Oh Gott. Oh, das wollte ich mir gleich. Ja. Ich hole mir die Sachen von Seite 5 und 6. Ich will die haben. So. Schade, dass alle Zuschauer weggegangen sind.
Als ob keiner so gute Sachen hat, ey. Kann doch nicht sein. Ich guck jetzt einfach bei dem. Pelle. Ah, Sketcher. Ist man das echt die einzigen Sachen, die er hat? Die gut sind. Keine Pixel oder so. Nee. Okay. Dann nehme ich mir mal diese Sketch-Sachen. Hau rein. So. So, erstellt. Tada. Warten, bis alles geladen hat. Abschicken. So. Raufgehen. Warten, bis es geladen hat. Love it. Auf das Gelikte gehen. Steht hier unten kaufen. Neuen Look schaffen. Abbrechen. Tragen. Es geht auch bei Jungs. Wie ihr seht. Ich mag diese roten Backen nicht. Sieht voll scheiße aus. So, jetzt könnt ihr einen neuen Look schaffen. So. Tada. Ihr habt die Sachen. Jetzt muss ich mir schnell auf welche holen. Ja, jetzt könnt ihr, du, je nachdem wie viele jetzt zuschauen, ich sehe es nicht genau, bei Verzögerungen und so, irgendwas reinschreiben, Fragen stellen. Seite 5. Fertig. Ich will diese Sachen, das sieht so geil aus. Ich will's haben. Ich hoffe, sie hat die Sachen noch. Wenn nicht, dann heule ich. Dann heule ich. Ein Tipp auf Handy geht es leider nicht, aber ich frage, ob ich auf PC spielen darf. Okay. Also, es geht nicht auf PC, auf Handy, aber auf PC. Damit alle Bescheid wissen. Oh, ich hoffe, Susi hat die Sachen noch. Ich hoffe es so. Ich hoffe. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Betet für mich. Sie hat das Kleid auf jeden Fall noch. Ah, die Schuhe hat sie auch noch. Sie hat irgendwie komisch auf die Schuhe, aber... Das gehört dazu und ich würde es haben, aber so... Jetzt die Haare.
Vielleicht kann ich auch was hinzufügen, was hier gibt's. Aber anscheinend gibt's hier nichts, was mir gefällt. Also. Look erstellt. Love it. Ach scheiße, hier das laden lassen müssen. Ah, egal. Er hat's gelovet. Da ist der Look. Nein, Look schaffen. Wichtig, Skin laden lassen. Das wäre cool. Ja. Ach, komm schon. So. Geladen. Schließen. Und... Ha! Tragen. Und... Tada! Ich hab den Eislook. Ich liebe das so sehr. Und fertig. Jetzt müssen wir noch den anderen Look holen. Der ist so schön. So. Ihr könnt es gerne ausprobieren. So, wo war es jetzt? Da. Diesen Look will ich haben. Unbedingt. Um jeden Preis. Also. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hoffe, sie hat den noch. Wenn nicht, dann heul ich. Wie heißen eigentlich diese Blubberblasenhaare, also dieses Outfit? Bubble? Bubble. Ich zeig auch gleich nochmal, wie die eine hieß. Wenn nicht, dann geh einfach auf einen ASP-Account, geh auf gefertigte Looks von Schönheit und dann siehst du ja, wie sie heißt. Nice, was, ne?
also Looks und Schönheit gemacht. Ich hoffe echt, sie hat die Sachen noch. Das wäre miese nicht. Fühle ich mich schlecht. Kann sie das ja auch rausnehmen. Anscheinend hat sie es nicht mehr. Ich finde es aber doof, wenn andere das anbieten, obwohl sie es gar nicht mehr haben. Und hört sich's nicht mehr. Das ist doof. Ich hoffe, sie hat einen vorgefertigten Look davon, wenn ich denn. Ja. Habe ich Pech. Hat sie anscheinend nicht mehr. Ich will so eine Blubberblasenhaare. Die sehen voll schön aus. Ja, gut. Dann rechts.
Sie hatte die anscheinend. Achso, keine Blume, aber noch irgendwie Wasser. Wasserfall habe ich auch. Sag mal, wie hieß denn das? Mal schauen, ob ich hier was in den Bildern finde. Ich war mir sicher, ich habe das heute schon mal gesehen. Da ist es garantiert. Ah. Wie es heißt? Ah, ja. Das suche ich. Wasserpaket. Ist doch verwirrt, weil du anders trinken musst, dadurch, dass du rückwärts bist, aber du wärst ja das rückwärts. Ja. Boah, der ist ja nicht faken, der fällt aber stumpf drauf wie der letzte. Naja. Das so hier eigentlich auch noch. Wieso kann er halt. Ist nervig, dass da nicht daneben steht, wie diese Pakete heißen. Oder die Sachen allgemein. Ich gerne wissen, wer es heißt. Ich hab so gehofft, dass er noch welches verfremd knapp. Ja, der Typ kam, was er da gemacht hat. Er lässt sich einfach nicht faken. Er fährt stumpf drauf wie das letzte Stück Kacke aus meinem Anus. Ich will echt wissen, wie das heißt. Das hilft mich.
Mann, wieso ist das denn so schwer, Sachen zu finden, die jemand besitzt? Einer von den Highscores hat das, finde ich denn. Ich guck mal bei Erika das Model. Erstmal weg. Alles. Keine Ahnung warum, und ich finde die absolut geil eigentlich. Man passt auf die teilweise Octane, die teilweise Apex. Aber Gott sei Dank funktioniert der Glitch auch bei Jungs. Weil sonst wäre es ja ein bisschen unfair. Oh my god.
stecken würden, wären die gar nicht mehr so kacke. Wieso ist das so verdammt schwer, irgendwas zu finden, was einen anspricht? Also an alten Sachen. Bei Diapacket-Sachen oder wenn man was haben möchte, dann findet man es einfach nicht. Das ist echt anstrengend. Aber ich habe was gefunden, was ich haben möchte. Sind sie jetzt doch noch in einer besseren Farbe? Ah, anscheinend nicht. Der Boss ist ja weg, oder? Was ich gehört hat. Nein, hat sie nicht. Der muss immer selbst sein bei sowas. Die Musik ist ausgegangen, fällt mir gerade auf. Oh, leider nicht da. Oh, hier grillt irgendein Vogel. Hier grillt einer bei mir irgendwie. Hey! Ich habe kurz geschrieben, er sollte erst kommen. Ich hoffe, er kommt so wirklich. Sorry. Auf jeden Fall, das ist einfach blöd. Gott. Das ist ja Trip Show. So, was hat er jetzt geschrieben hier? Ach ja, Chrome TS Probleme. Okay, gut. Rechts. Ja. Gucken wir doch mal. Oh ja, okay, jetzt der Eingangsteil, der kommt dann gleich. Das sieht geil aus mit der Lackierung. Ja, guten Morgen, Otis. Ja. Shop für 2200 Marken. Da bekommst du da titanweiße Apex. Ich glaube, die normal titanweißen Apex, die kosten. Oh, was die kosten? Warte mal. Ich weiß, dieser Apex, ich glaube, die hat man damals aus dem Stream bekommen und wenn die dann noch titanweiß. Muss man kurz gucken, was die wert sind.
kann nicht wahr sein, ja. Ich habe auch einen Krüppel-Laptop. Oh, ein Laptop. Ich finde die passenden Schuhe dazu nicht, das nervt mich gerade. Ja, ich gebe es anscheinend nicht hier. Ich bin sehr unterhaltsam, ne? Total. Ich merk's gerade selber. Es tut mir leid. Weiß nur, dass sie nur so eine Sachen hat, ey. Ja, ganz schön viele Pumas. Können wir ein paar schenken? Alter! Das sieht mega geil aus. Leck mir am Arsch. Was? So, suchst du rein, 3-3? Was ist Mo? Wo? 15? Die Haare hat sie anscheinend über irgendwie. Hast du mal dieses Remnant angeguckt, das Spiel? Belohnung ist noch schon drin, oder was? Ja, das. Okay, dann gucke ich mal, ob Belohnung schon dabei sind. Oh, ist das laut? Holy crap.
welcher Sekunde bist du? Oh, lol, ich auch. Ich meine, das. Ich meine, das Auto, was da gerade war, das fand ich jetzt gar nicht mal so extra. Das ist so. Die reden so laut. Das nervt. Deswegen streame ich lieber, wenn er arbeiten ist und ich früher Schluss habe. Nicht, dass ich ihn nicht liebe, aber er redet so laut. Okay, das hat was. Ja, ja. Hä? Hast du gesagt? Nichts. Ich streame, Schatz. Ich rede die ganze Zeit. Ups. Ich glaube, ich würde, wenn ich Rocket Pops nicht holen, wegen dem, wegen der, ja. Das kann doch nicht sein. Ich will diese Schuhe. Irgendwie ist das Outfit voll hässlich, aber irgendwie will ich es trotzdem haben, weil es halt einfach Dia-Paket ist und ich will es einfach haben, weil. Haben. Ja, anscheinend gibt es die Schuhe echt nicht. Will die haben. Ich war im Internet und habe etwas bestellt. Ach, keine Ahnung, ich finde sie einfach nicht. Die beiden Sachen bringen halt ohne die Schuhe einfach nichts. Es ist halt dann nicht einfach. Es ist nicht vollständig so. Ich brauche jetzt gar nicht weitersuchen. Schade, schade, Marmelade. Aber um das Hauptthema zu erfüllen. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und dass es auch bei Jungs geht. Tada! Also, kein Fake. Nachteil halt, es geht weg, wenn man sich ausloggt. Man muss es wieder neu einkleiden. Und dass es halt nicht in der Galerie als normale Klamotten sind, sondern halt einfach. Eigentlich habt ihr sie nicht, aber trotzdem könnt ihr sie tragen.
Das finde ich halt echt cool. Aber irgendwie will es nicht laden. Den neuen Look habe ich halt auch. Das Doofe ist, was mich halt nervt. Erstmal da unten sind halt so eine grauen Wimpern, keine Ahnung wieso. Dass die Haare halt blond sind, aber naja. Ist egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich wäre es halt in den Originalfarben und in der Originalfarbe sind die halt schwarz und in da unten so. Ah, vielleicht finde ich ja noch jemanden, den ich einen Look erstellen kann. Ja. Und ja, das war's mit dem Stream. Ihr habt gesehen, wie es geht. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.